Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlietainment und in meinem letzten Video habe ich dir von diesem kleinen Mann erzählt. Eine Zuschauerin hat mir nämlich eine Verkaufsanzeige geschickt, ein Mini-Shetty, was leider jedes halbe Jahr immer wieder den Besitzer gewechselt hat, wie so ein kleiner Wanderpokal, der einfach halt nie ein fixes Zuhause hatte. Und auch bei den jetzigen Besitzern echt nur ganz kurz war, wenige Monate. Er war für so ein kleines Mädchen und die hatte nach ganz kurzer Zeit einfach schon kein Interesse mehr an dem. Und ja, was noch dazu kam, ist, dass er auch alleine gehalten wurde, also ohne Kontakt zu anderen Pferden. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dann tatsächlich entschieden, ihn zu meiner kleinen Pferdefamilie dazuzunehmen. Habe ihn eingepackt und los geht's. Meine Trainerin hat sich ihn mal angesehen. Da musste er übrigens über diese Stufe runter. Hat noch so ein bisschen gezögert. Er heißt Brillant, ist 14 Jahre alt und noch Hengst. Und er war noch ziemlich steif und eingerostet. Meine Trainerin meinte auch, dass er kaum Muskulatur hat, was mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wundert. Ich denke, dass der einfach die ganze Zeit nur rumgestanden ist und ab und zu vielleicht mal gestreichelt wurde oder so. Und ganz wichtig, Mähne und Schopf wurden von ihm geschnitten. Ja, aber gut, das wächst ja nach. Aber sonst hat er eigentlich alles ganz brav mitgemacht, solange keine Wiese in der Nähe war. Da benimmt er sich eigentlich ganz gut so am Platz, aber sobald er irgendwie auf Gras steht, zieht er den Kopf sofort runter, will fressen. Erinnert mich auch an meine verfressene Haflingenstute Escada, aber ich glaube, das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Neugierig und unerschrocken ist er auf jeden Fall auch, da zum Beispiel beim Wasser. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Und meine Trainerin hat da mal nachgeschaut, ob der schon irgendwas mal gelernt hat, ob er was kann. Ich habe ja von der Vorbesitzerin ja kaum Infos bekommen und wir gehen ehrlich gesagt davon aus, dass mit dem einfach halt nichts gemacht wurde. Aber ich finde, man kann mit Mini-Shettys so viel tun. Die sind nicht nur Rasenmäher, sondern die lieben das auch, gefordert zu werden, mit denen spazieren zu gehen, als Handpferd mitzunehmen, kleine Tricks zu lernen, Bodenarbeit zu machen, Schrecktraining zu machen oder Horse Agility. Gibt es ja dieses Hunde-Agility, das kann man mit Pferden auch machen. Also es gibt da so viele Dinge. Und das macht auch richtig Spaß. Also man kann das nur nicht reiten, aber sonst der Rest geht. Kutsche fahren geht auch. Das fände ich zum Beispiel auch noch sehr spannend. Von meiner Trainerin habe ich dann Tipps fürs Training bekommen, was ich da alles so mit ihm machen soll in der nächsten Zeit. Seitwärts schicken, bergauf, bergab. Stangentraining zum Beispiel auch machen. Da habe ich dann hier so ein paar Stangen dann aufgelegt. Und ich habe für den kleinen Mann auch einen Kappzaum anfertigen lassen. Für so Mini-Shettys findet man einfach nichts in der passenden Größe. Da siehst du das Kappzaum mal. Hier ist ein bisschen groß geworden, aber ich habe da einfach gegoogelt und eine aus dem Internet gefunden, der ich dann das Kappzaum bezahlt habe, die hat das irgendwie angefertigt. Hier in dem Hang hatten wir so ein paar Probleme, muss ich dir ehrlich sagen. Das war nicht so ganz harmonisch, weil der Kleine gerne fressen wollte, was ich eh voll verstehe auf der Wiese. Und B, da runterlaufen wollte. Wir wollten aber, dass wir die üben, dass er dann auch wirklich jederzeit stehen bleibt. Das ist ja dann auch als Handpferd dann ganz wichtig, dass ich dann den von meinem Pferd, von meinem Reitpferd aus überall in allen Gangarten und überall dann auch anhalten kann. Und auch am Hang, wenn wir mal stehen bleiben müssen, dann muss der halt stehen bleiben. Das muss natürlich dann auch vom Boden aus funktionieren zuerst, bevor ich ihn da jetzt einfach so mitnehme. Ja, und da haben wir da hier geübt, dass er da stehen bleibt. Habe da viel mit Stimme gemacht. Das hört man da jetzt in dem Video nicht. Es war natürlich dann auch wieder mal windig und kalt. Aber das hat eigentlich dann nach einigen Malen ganz gut geklappt. Ich musste vor allem am Anfang auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht den ganzen Hang runterfalle, weil mit meinem Bein nach meinem Reitunfall bin ich jetzt auch nicht zu 100% fit. Aber schön, dass meine Trainerin ihren Spaß hatte und einmal mich mal ausgelacht hat. Ja, wir hatten da auf jeden Fall unseren Spaß. Jo, dann habe ich ihn dann auch im Roundpen häufiger bewegt und mal geschaut, was können wir da jetzt alles tun, was steht da so am Programm? Und habe mir dann auch gedacht, boah, so Kutschenfahren wäre schon auch lustig. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass diese Videoaufnahmen hier mit großem Abstand gemacht wurden. Also, dass der Kleine nicht da überfordert wurde, da habe ich auf jeden Fall auch drauf geachtet. Ich habe eben dann auch so eine Trense organisiert, so ein Zaumzeug mit Gebiss. Da habe ich dann auch geschaut, was passt da ganz gut, was passt da von seiner Größe halt her. Weil auch bei den Mini-Shetties gibt es unterschiedliche Größen. Manche haben einen größeren Kopf, manche haben einen so kleinen Kopf, weil die einfach so viel kleiner sind. Also er hat ein Stockmaß von 80 cm und habe dann für ihn dann hier so einen Gurt mal gekauft. So eine Art, ja, Kinder-Draufsetz- und Festhaltegurt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier ein Voltigiergurt ist. Ich meine, wer voltigiert auf seine Mini-Shetty? Ich meine, ich finde es lustig, aber gut, ich habe das jetzt dazu nur genommen, dass ich jetzt mal hier die Leinen hier so durchmachen kann und habe mit ihm geübt, von hinten ihn zu führen. Also, dass ich nicht irgendwie so seitlich gehe, sondern bin mit ihm auch viel ins Gelände gegangen, habe zuerst natürlich am Reitplatz geübt und dann mit ihm im Gelände, dass ich halt dann hinten gehe, so in dieser Kutschenfahrposition und er halt dann vor mir geht und da ein bisschen fleißiger ist. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, hier so ein Geschirr zu kaufen. Ging schneller, als ich gedacht habe. Und habe mir dann so ein Geschirr angeschafft. War auch schwierig, weil, ja, find das mal in Mini-Shetty. Ich wollte das zuerst irgendwo gebraucht kaufen, weil ich das halt total gut finde, wenn man einfach Pferdesachen einfach gebraucht kauft. Aber glaubst du, finde ich sowas? Glaubst du, gab es das in dem Moment, dass ich das gekauft habe, irgendwo? Boah, es war dann so, ja, spannend. Auf jeden Fall habe ich das drauf gemacht und habe ihn dann zuerst mal geführt und mal geschaut, wie das funktioniert. Habe dann auch halt hier das alles so runterhängen lassen und so mitschleifen lassen, damit es sich da nicht schreckt. Also du siehst jetzt hier so das Speed-Programm, hier so die Highlight-Zusammenschnitte. Aber dazwischen ist auch einige Zeit vergangen. Also ich habe es an einem Tag nur drauf gegeben, dann wieder runter, dann, das war schon das nächste Level, dass ich dann hier noch so eine Palette hier hinzuziehen habe lassen. Also das ist hier so ein kurzer Zusammenschnitt aus vielen unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Wochen und er hat das richtig gut gemacht, finde ich. Also ich bin da sehr, sehr happy und habe das hier mal mit einem Halfter gemacht am eingezäunten Reitplatz. Also ich glaube, da sind wir am guten Weg. Möchtest du noch mehr von dem kleinen Mann sehen? Wenn dich das interessiert, was wir sonst noch alles so erreichen und noch so tun, dann abonniere hier unbedingt meinen YouTube-Kanal. Kostenlos abonnieren und schau jetzt gleich hier die anderen 2 Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi!